Dere und herzlich willkommen zum Champions League Playoff oder Champions League Quali Playoff Rückspiel gegen die Glasgow Rangers. Wir haben das Hinspiel in Graz 2:0 verloren, spielen heute in Glasgow. Es wird also dementsprechend schwer. Wir starten wieder mit unserem 4-2-3-1, hoffen, dass es dieses Mal besser läuft. Generell, die Leistung war nicht so verkehrt gegen die Rangers. Die Schüsse aufs Tor leider überhaupt nicht gut. Also an sich hätten wir einige Schüsse gehabt, aber einfach nichts aufs Tor gebracht. Das muss heute definitiv besser werden. Wir brauchen 2 Tore mindestens. Dann haben wir zumindest eine Chance, um in die Verlängerung zu kommen. Wer weiß, was dann natürlich passiert. Also da ist dann generell alles möglich. Auf jeden Fall, wir brauchen mindestens einen Sieg mit 2 Toren Unterschied. Alle, 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 alle
Ja, es ist noch nichts verloren, auch wenn es nicht wirklich gut aussieht. Wir sehen es hier, die Rangers sind klar stärker als wir. Wir schaffen es nicht, gefährlich zu werden. Wir schaffen es nicht, Chancen zu erspielen. Das ist natürlich schade. Allerdings, man muss auch ehrlich sagen, es sind immerhin die Glasgow Rangers, gegen die wir hier spielen. Das heißt, ja, letzten Endes darf man nicht unzufrieden sein. Und wenn wir zumindest vielleicht mit einem Punkt nach Hause fahren können heute, dann ja, ist es sicher nicht das Schlechteste, das uns passieren kann. Insgesamt die Rangers definitiv weiter oder verdient weiter, möchte ich sagen. Es ist natürlich schade. Wir haben uns doch insgeheim kleine Hoffnungen gemacht, vor allem eben nach diesem sensationellen Aufstieg gegen Olympique Marseille. Die Rangers, würde ich jetzt behaupten, etwa auf der gleichen Stufe. Da wäre vielleicht schon etwas gegangen, aber dafür war die Leistung einfach nicht gut genug in den beiden Spielen. Heute ganz speziell, beim letzten Mal haben wir wenigstens generell mitgehalten. Heute, ja, ist da ehrlich gesagt nicht viel mehr drinnen offenbar. Also wir sind heute wirklich deutlich schwächer als Glasgow. Und ja, kann man nichts machen. Ist natürlich schade. Letzten Endes passiert jetzt nichts Großartiges. Wir sind damit trotzdem fix in der Europa League. Da haben wir spielerisch wahrscheinlich auch generell mehr Chancen als in der Champions League. Schade ist es natürlich um die Millionen. Also wir werden uns am Ende des Videos vielleicht ein bisschen auch den Finanzstand anschauen. Generell aber diese zusätzlichen Millionen für den Start in der Champions League wären schon ganz schön gewesen. Trotzdem, wir haben einen gesunden Verein, wir stehen auf sicheren Beinen. Also es ist jetzt nicht so, als wären wir 100% darauf angewiesen. Dennoch muss man natürlich sagen, hätte schon ganz gut getan, dann hätten wir vielleicht auch etwas mehr Budget. Jetzt gefährlicher Freistoß von den Rangers, das kann ganz, ganz bitter werden. Ja, es wäre natürlich schön, dann hätten wir vielleicht etwas mehr Budget. Leon Balogun hier mit dem 1:0 für die Rangers. Was soll man sagen? Es ist schlichtweg verdient, kann man nichts machen. Ja, ein drittes Mal, es wäre natürlich eben schön, dann hätten wir etwas mehr Budget dann in der Winterpause, um neue Spieler zu holen. Natürlich ist die Frage, wen holen wir, was holen wir, aber generell, ich habe schon die eine oder andere Position mittlerweile ausgemacht, die ich gerne verstärken würde, wo es uns meiner Meinung nach auch einfach an Breite fehlt. Das ist einerseits in der Innenverteidigung Dimitri Lavallée. Ja, okay, ist halt so, gehört allerdings nicht uns, ist nur geliehen. Das heißt, das ist natürlich schade. Geierhofer bringt uns nicht wirklich weiter. Borkovic ist meines Erachtens auch etwas zu schwach, um hier Wüthrich und Affenberger zu unterstützen oder zu entlasten. Dann, was haben wir noch? Defensives Mittelfeld, meiner Meinung nach. Wesel Demarco auch nicht auf unserem Niveau. Da fehlt schon auch ein guter Ersatz für Jon Goran Stankovic. Vorne für Simon Wodacik braucht man auch jemanden. Die sehen Sie aktuell 10 Millionen oder 10,7 Millionen Kontostand plus in dieser Saison über 5 Millionen. Das ist schon ganz ordentlich. So, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Dere!